Frau Landesrätin, Sie schaffen es in Ihrer Stellungnahme, den Weg von der vernünftigen und sachlichen Debatte, die wir hier um ein zentrales Thema führen, zu verlassen. Und ich sage es Ihnen ganz offen, die Performance, die Sie in den letzten Jahren zum Thema leistbares Wohnen abgeben und die für mich heute mit Ihrer Replik gipfelt, das könnte man auch als Waltrauts PPP-Projekt bezeichnen. Peinlich, peinlich, peinlich. Und ich sage Ihnen, warum. Ich sage es Ihnen auch, warum. Wenn hier in diesem Landtag aus den Reihen der Opposition ein Vorschlag kommt in Form eines Beschlussantrages, dann argumentieren Sie, nein, mit einer Thematik alleine ist es nicht getan. Wir brauchen mehrere Impulse und mehrere Vorschläge. Und wir als Freiheitliche haben diesen Gesetzesentwurf, der in einigen Bereichen Impulse setzt und nicht nur auf eine Maßnahme abzählt. Wir haben hier mehrere Maßnahmen hineingepackt, die nicht das Ende des Liedes darstellen, sondern die alle für sich eine Berechtigung haben und alle für sich seit Jahren diskutiert werden in diesem Land und gefordert werden. Nicht nur von uns, sondern von vielen Playern im Sozialbereich, vor allem auch für die Arbeitnehmerschaft. Das erste B, peinlich, dafür, dass Sie seit Jahren versprechen, mit dem Gesetz zu kommen und nichts liefern, und dann, wenn die Opposition mit Impulsen kommt, ablehnen, fadenscheinig, die Deckung wäre nicht gegeben, lesen Sie sich durch, das würde ja erst mit in Kraft treten und für 2021 nicht einmal einen Euro kosten, sondern erst 2022, und dort haben wir nur die 7 oder 8 Millionen, Frau Landesrätin, wo man sagen muss, was ist denn dann los, wenn die Wirtschaft und die Mobilität in Corona-Jahren Millionen für sich rausholt, dann kommt es zum zweiten B, und zwar stellen Sie Ihre Kollegen der SVP-Arbeitnehmer in den Fokus. Für die ist dann peinlich, wird die sich hier winden müssen, Ausreden zu suchen, die nicht wissen, wie sie argumentieren sollen, um das hier abzulehnen. Das ist ein Eingeständnis, dass Sie hier im Vergleich zu den anderen nicht die paar Millionen lockerer machen. Es ist auch peinlich, da der Landeshauptmann noch 2019 gesagt hat, ich erwarte, dass die Landesrätin am Ende des Jahres das Gesetz präsentieren wird und dann können wir es gemeinsam dann mit dem Raumordnungsgesetz und so weiter auf den Weg bringen. War nicht der Fall. Und Sie sagen zugleich, solange Sie Arbeit haben, am Gesetz zu basteln, darf keiner hier im Landtag überhaupt das Thema behandeln, beziehungsweise braucht man keinen Vorschlag machen, denn Sie wären ja dabei. Also das leistbare Wohnen ist für 4, 5 Jahre gesperrt, solange Sie am Gesetz arbeiten, bei der Ausarbeitung. In der Zwischenzeit sind Tausende von Familien und von Leuten, die überteuert Wohnungen kaufen müssen, und da brauche ich nicht nach Berlin schauen. Ich finde das toll, dass Sie den europäischen Blick und die Großstädte Deutschlands im Fokus haben. Ich brauche nur ins Passaiertal schauen, wo jetzt eine Wohnung, 2-Zimmer-Wohnung, 980 Euro Miete, zugleich eine andere Wohnung, 65 Quadratmeter, nicht Obermais-Meran, immer im Passaiertal, 480.000 Euro. Die Leute fahren dann täglich durchs Tal und sehen dann, es wird gerade ein Pool in der Größe von einem halben Hektar gebaut, im Passaiertal, der schnell noch mit Genehmigung der Landesregierung, letzten Abdruck noch, bevor das neue Raumordnungsgesetz in Kraft tritt, über die Bühne geht. Das passt doch nicht zusammen, das glaubt doch ja keiner mehr. Und dass man hier erwartet, sachliche, vernünftige Debatten, und dafür haben uns die Wähler gewählt, Ihre, meine und unsere alle hier, dass man statt zu arbeiten und für die Menschen in diesem Land hier zu arbeiten und zu wenigstens versucht, den ein oder anderen Artikel anzunehmen, damit sich die Menschen leichter tun, verlasst ihr diesen Weg der Arbeit, des Einsatzes für die Menschen, weil vielleicht die Zacke aus der Krone fällt, weil man darauf erpocht ist oder erpicht ist, wer die erste Unterschrift hier drauf hat. Das wäre mir ja völlig egal. Hätten Sie mal das Gesetz geliefert, dann bräuchten wir gar nicht erst kommen mit einem Gesetzesentwurf. Sie zwingen uns ja dazu.
weil nichts weitergeht. Nein, das hat nichts mit Opfer zu tun. Das Opfer sind eure Arbeitnehmer, die hier sich versteigen müssen und eine Figur machen, die einfach nur peinlich ist, draußen bei den eigenen Leuten. Und man sieht einfach, dass der Einfluss der Masse in diesem Land und die Mehrheit in diesem Land ist nun mal ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, aber der Einfluss in diesem Landtag widerspricht diesem großen Prozentsatz, weil sie es nicht auf die Reihe bekommen, diese Werte und die Anliegen so zu vertreten, wie es die Wirtschaft, wie es andere tun. Und vor allem, wenn ich mir den Haushalt anschaue, wenn wir von den Corona-Geldern Dutzende Millionen übrig gehabt haben, die wieder hineingepackt worden sind, wo ich dann sagen muss, und ihr schafft nicht einmal die Anpassung der Punkte, die zwischen 7 und 8 Millionen im Jahr ausmachen. Nicht einmal die kriegen wir hin. Landesrätin, Sie brauchen nicht arrogant reinzuschauen. Es hat natürlich, ist natürlich auch ein Charakterzug und ich habe normalerweise kein Problem damit. Nur hier, wo es darum geht, so vielen Menschen in diesem Land den Weg ein bisschen zu erleichtern, denn die Probleme des leistbaren Wohnens sind mit diesem Gesetzentwurf längst nicht alle abgedeckt. Und der Witz wird sein, Frau Landesrätin, dieses Versprechen kann ich Ihnen jetzt schon geben, auch Ihre beiden Gesetze, die kommen werden, werden das auch nicht lösen, indem wir sagen, so jetzt ist das Wohnen auf einmal auf einem total niedrigen Niveau. Nein, es wird immer anspruchsvoll sein. Es geht nur darum, die Hürden abzubauen, die Hürden kleiner zu machen und den Menschen zu helfen und endlich einmal eine ehrliche und offene Politik machen. Wir haben jetzt noch knapp 2 Jahre der Legislatur, in der gearbeitet wird. Und bis jetzt haben Sie das Versprechen, das 2018 gegeben worden ist, von der Südtiroler Volkspartei, damals noch mit einem anderen Koalitionspartner. Sie wollten das gleich nach den Wahlen 2018 präsentieren. Wir sind jetzt am Ende des Jahres 2021 und wir haben noch nichts in der Hand und die Leute in diesem Land warten noch immer, bis sie das Gesetz bringen und es hat sich keiner erwartet, dass sie hier trotz der öffentlichen Ankündigungen diesen Gesetzentwurf ablehnen, anstatt darauf zu bauen, gern auch mit Änderungsanträgen, wenn sie Vorschläge haben, denn im Unterschied zu Ihnen, Frau Landesrätin, haben wir kein Problem, darüber zu diskutieren und sagen, hier macht man eine Änderung, wenn sie Sinn macht, wenn sie sinnvoll ist. Aber Ihre Haltung ist jene abzulehnen. Deswegen nochmal, peinlich, peinlich, peinlich. Es wird als PPP-Projekt der Waldrautek in die Geschichte eingehen.